Eine unbequeme Wahrheit. Auf der Erde wird es immer wärmer. In den letzten 100 Jahren ist die durchschnittliche Temperatur um knapp 1 Grad Celsius gestiegen. Experten erwarten bei künftig noch höheren Werten kollabierende Ökosysteme. 195 Länder haben sich deshalb auf der Weltklimakonferenz in Paris Ende 2015 auf eine Beschränkung der Erwärmung geeinigt, deutlich unter 2 Grad. Die neue F-Gas-Verordnung EU Nummer 517/2014. Zur Umsetzung der EU-Klimaziele wird die Verfügbarkeit der umweltschädlichsten Kältemittel bis 2030 stufenweise um rund 79% gesenkt. Das macht den Einsatz klimafreundlicher Alternativen nötig, da der Gesetzgeber einige Kältemittel verbietet, andere zukünftig stark limitiert. Im Wesentlichen umfasst das Gesetz 3 Schritte. Erstens, Phase-Down klimaschädlicher F-Gase. Die schrittweise Beschränkung ist über einen Vergleichswert geregelt. Dieser wird GWP, Global Warming Potential, genannt. Er besagt, wie stark ein Kilogramm eines Kältemittels zum Treibhauseffekt beiträgt. Als Referenz bekommt CO2 den GWP-Wert 1. Das derzeit gängigste in Gebäudeklimaanlagen verwendete Kältemittel R404a hat den GWP-Wert 3922. Es ist also knapp 4000 Mal so schädlich wie CO2. Der Treibhauseffekt bei Entweichen eines Kilos dieses Kältemittels wäre mit dem Beheizen eines Wohnhauses für 8 bis 12 Monate oder der Fahrleistung eines Mittelklassewagens von etwa 16.000 Kilometern vergleichbar. Zweitens, Verwendungs- und Inverkehrsbringungsverbote. Ob und in welcher Menge ein Kältemittel künftig verwendet werden darf, bemisst sich an seinem GWP-Wert und nach der Art der Anlage. Kältemittel mit einem hohen GWP-Wert werden teilweise verboten, zum Beispiel in Kälteanlagen für Supermärkte. Auch für Reparaturen und Demontagen gibt es Auflagen, die sogar Nachfüllverbote beinhalten können und somit die Anlage gegebenenfalls stilllegen. Drittens, geänderte Dichtheitsanforderungen. Ein weiterer Teil der F-Gas-Verordnung beschäftigt sich mit Leckagekontrollen, Rückgewinnungs- und Aufzeichnungspflichten. Dies bedeutet deutlich mehr Aufwand und dass die Häufigkeit der Wartung ebenfalls an die Höhe des GWP-Wertes gekoppelt ist. Betriebe und Personen, die die Wartung und Instandhaltung übernehmen, müssen entsprechend nachweislich ausgebildet und zertifiziert sein. Auswirkungen und Konsequenzen. Am Beispiel des Kältemittels R410a kann man den rasanten Preisanstieg erkennen. Durch die Phase-Down-Regelung kam es Ende 2017 schon dazu, dass Kältemittel mit einem hohen GWP-Wert von über 4000 nicht mehr erhältlich waren. Bei dem Klimakältemittel R410a kam es zu unkalkulierbaren Preissteigerungen. Offen ist auch die Frage nach der Haftung. Plant heute ein Fachmann eine Anlage mit einem hohen GWP-Wert, muss er mit seinem Fachwissen davon ausgehen, dass dieses mittelfristig nicht mehr erhältlich oder zumindest extrem teuer werden wird und seine Kunden entsprechend warnen. Verpasst er dies, kann es zu berechtigten Regressansprüchen des Kunden kommen. Was kann man tun? Der Wechsel auf ein Alternativkältemittel mit geringerem GWP-Wert kann eine Möglichkeit sein. Jedoch muss dabei beachtet werden, dass praktisch alle Klimakältemittel mit einem GWP-Wert unter 1000 brennbar sind. Eine andere Alternative sind Kaltwassererzeuger, bei denen die Kältemittelfüllmenge wesentlich geringer ist. Hier ist Wasser der Energieträger. Daher ist die Kaltwassererzeugung ein planungssicheres System für die Zukunft. Die Notwendigkeit zur Umstellung der Kälte- und Klimaanlagen auf klimafreundliche Kältemittel bestimmt also die Zukunft für eine bessere Welt. Frisches Wissen, vermittelt durch ihren Partner Kampmann Campus.